Hömi, souveräner Testspiel, Sieg gegen Hertha Wels heute 4-1. Was sagst du zur Leistung von der Mannschaft? Ja, war eigentlich eine gute Partie, das Ergebnis zeigt es auch, weil die Mannschaft hat sich gut verstärkt. Man darf das aber nicht überbewerten, weil in der Vorbereitung jeder hart trainiert. Ich habe gerade mit einem Spieler geredet, die sind gestern gescheit hergehauen worden nochmal. Also das darf man nicht überbewerten. Aber in Summe bin ich zufrieden. Wir haben gute Ballstaffetten gehabt, wir haben 4 Tore gemacht. Und ja, mich ärgert natürlich das Gegentor. Das muss nicht sein, aber sonst bin ich sehr zufrieden, ja. Man sieht sich recht oft bei Testspielen, dass in der Halbzeit einfach fast komplette Mannschaft austauscht wird. Da hat es natürlich auch bei uns 2 Blöcke gegeben. Hast du da gewusst oder hat euch da der Trainer gesagt, was da der Hintergedanke war, dass die angefangen haben und die dann in der Halbzeit gekommen sind? Du bist ja auch in der zweiten Halbzeit gekommen zum Beispiel. Genau, nein, der Trainer probiert, dass er jedem gleich viel Spielzeit gibt in der Vorbereitung, dass sich jeder zeigen kann, dass sich jeder präsentieren kann. Und die Startelf, das hat nichts mit dem zu tun, wer jetzt dann in der Meisterschaft anfängt. Jeder kriegt seine Spielzeit, kann sie beweisen und das ist auch voll okay so. Morgen geht es ja für euch gleich weiter nach Kärnten auf Trainingslager. Wie blickst du auf die Tage und an was wird da nochmal konkret gearbeitet? Ja, wird eine sehr intensive Zeit. Ich freue mich drauf, weil im Trainingslager kann man sich wirklich nur aufs Kicken konzentrieren. Und das tun wir ja gern. Und in Kärnten ist es ja auch schön. Also freue ich mich drauf und ich hoffe, dass wir einen weiteren Schritt machen, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen, dass wir ein gescheites Team werden. Und ja. Ein paar Gleichenberg soll es auch recht schön sein. Was sagst du denn zum Los in der ersten Runde? Ja, weite Busfahrt. die sind, glaube ich, Dritter geworden letztes Jahr in der Regionalliga. Also sicher kein Jausengegner, das kann man auf keinen Fall sagen. Aber trotzdem wollen wir da drüber kommen, das ist gar keine Frage. Und wir werden natürlich alles dran setzen und werden sie bestens darauf vorbereiten. Wir haben da einen Maturanten bei uns, Dino. Erst einmal gratuliere zur Matura. Ein souveräner Testspielsieg heute. Du hast auch deinen Teil dazu beitragen. Wie hast du deine 2 Tore gesehen und wie sehr freust du dich über deine 2 Tore? Ja, eigentlich waren sehr normale Tore. So, der Hugo hat mir einen schönen Pass gegeben und dann habe ich nochmal anschließen müssen. Beim Suli war es dasselbe. Habe ich nochmal stoppen müssen und dann schießen. Und natürlich freue ich mich sehr über meine Tore und über den Sieg halt. Mit was für Anweisungen bist du in der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen? Ja, gesagt. Du kommst vielleicht ein wenig später, aber zeig einfach, was du kannst. Egal, wenn die Spielzeit nicht so lang ist, sondern einfach zeigen, was ich kann.